Aber was du da oben? Ich esse. Dick fest. Ich raste aus. Socken für ein Skelett. Das ist ein Skelett mit einem Skelett an. Der hat einen Krokodilschädel auf deinem Kopf. Verdammt. Ich bin auf die Ratte losgegangen. Alter. Ich habe hier so einen riesigen Aschehaufen. Der von der Ratte gekommen ist, ey. Dabei ist die gar nicht verbrannt, oder? Schon wieder Horrormusik, ey. Ja, ich bin gespannt. Da hat schon wieder einer die falsche Klingel gedrückt. Nein! 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 Jetzt spring der Hund. Nein! Wenn auf die. Wenn ja. Auf die Laterne geht. Ja! Ja! Ich hab voll den ersten Nervenkitzel gespürt. Ich stehe hier auf dem Ding drauf. Oh, schön. Was machst du da oben? Ich esse. Geht doch nicht darüber. Also ein paar Meter, aber den Boden. Brot zu essen. Oh, ich hab mal wieder geschrien, gut. Was war das denn? Bei mir bist du schon in der Luft gestorben. Tief ist der Schnitt und schleichend das Gift. Betet, oh Gläubige, betet, dass euer Tod rasch komme. Betet, oh Gläubige, betet, dass euer Tod still sei. Betet den Glanz an der Botane an. Der dritische Fürst schreitet in den Kampf mit der Klinke bei der Hand, um die Unwürdigen zu töten. Was liegst du? Was weiß ich? Kochbuch. Wieso? Das ist bestimmt ein Kochbuch. Wer mag das den Kreis des Feuers zu betreten? Oh Gott! Ich glaube, der macht Schaden, Daniel, aber nicht dir. Oh, ich sehe einfach nur, wie die Augen von dem dich verfolgen. Ey. Mit dem Hass des ewigen Feuers brennt er noch. Also er lädt einen Angriff auf, feuert den ab, aber sobald er ihn abfeuert, dreht er sich zu mir um. Ah! Daniel die Lichter aus. Oh, abgeschlossen. Ich habe ihn getötet. Ich sehe einfach nur, wie so eine Feuerwelle auf mich zukommt, so ganz langsam. Nach euch weg. Da ist eine genaue Wiedergabe der Gedanken im Erinnerungsstein von Markela Lecky festgehalten worden. Der Stein wurde im Pankoreapass in Bangkok. Was? 7 Jahre bevor Osininum vor den feindlichen Griffen der Armeen von Dolchstoß in Schildwand und der Orden von Diaga fiel. Was liest du da? Kann diesen Schmerz ausblenden. Und ja, und fertig, weggesperrt. Er ist immer noch da, direkt außerhalb meines Bewusstseins lauert er wie ein hungriger Wolf. Ein Wolf, der mich schon bald verschlingen wird. Außerdem sehe ich meinen unweigerlichen Tod durch diese verdammten kleine Tränkenmäher. Der hast du die Dialoge von denen, oder was? Die Ringe sind aufgebaut und ich habe nicht einmal genug Magie in mir, um eine Kerze anzuzünden. Oh, aber die Götter
haben mir andere Gaben gegeben. Die Gabe des Schwertgesangs, den Nervenkitzel der Schlacht, Brander Hundings, Unbuch der Kreise, den Weg des Schwerts. Ah, aber das kann ich ja mit meiner Energie. Einen Weg, den Weg des Schwerts. Fertig gelesen. Oh, der Schmerz. Was liest du, oder? Leg das weg. Was hat denn der für Leiden? Anderen redet er über Schwerter und sein Schmerz. Ich wette, der sitzt jetzt halt nur in der Ecke und sticht sich das Schwert ins Auge. Oh Gott, schon wieder da, geh weg. Hier ist irgendwas. Sprich mit Daniel Tell. Dann eine Ecke. Mit der über irgendwie nicht zu seinem Essen da. Sauermilchtee. Ich kann das nicht. Wer ist er denn? Das ist den Sauermilchtee, ist das schön. Gibt er noch? Warum hast du ihn angegriffen? Ich bin jetzt ein Flüchtiger vor dem Gesetz. Na. Ich dachte, er ist ein Zombie. Warum lag der in dem selben Raum mit einem Zombie? Was weiß ich hier? Weil ein Zombie ist halt, die leben zusammen. Auf den zu töten. Ich habe auch gehört. Wo ich den beklauen? Ey, der hat eine Familienbegräbnis ohne, da können wir den reintun. Aber so, ne? Ja klar, den stopfen wir da rein. Ich bin berüchtigt, jetzt erzählen die Leute Legenden über mich. Habt ihr gesehen, der hat den umgebracht. Es war ein Ork, er hat ihn getötet. Natürlich schon wieder für eine Trauervereinigung. Ich hab die geklaut und dann habe ich einen umgebracht. Und der hat's gesehen. Der hat's mit einem Zombie getrieben. Was? So soll die Menschheit mich nicht mich erinnern. Ich hatte doch keinen Sex mit dem Zombie. Ja, du hast auch jemanden getötet, der mit einem Zombie. Was ist das? Ich hab mir den Finger verbrannt. Was hast du gemacht? Nicht das erste. Oh, die Sauermilch auch nicht. Ja. Oh. Daniel fliegt nicht mal weg, der ist zu faul, ey. Oh. Ich hab's geschafft, fertig. Und der ist tot. Mach doch mal. Du kannst das nicht. Ist doch nicht vollkommen egal, welcher Reifen. Was bist du denn da hinten? Er erscheint mir perfekt. Ich hab Alchemie gemacht. Unser Freund hat sich gut geschlagen. Was ist denn ein Hakenschwamm? Was ist denn ein Hakenschwamm? In Ordnung, das reicht. Die Besuchszeit ist vorbei. Ein Schwamm, der geformt ist wie ein Haken. Ihr habt die Dame. Nee, der hat einen Haken. Ist das Captain Hook oder was? Nee, verrufen. Was läuft denn im Kreis? Bitte helft Etisam wieder gesund zu werden. Der hat versucht, die Zeit umzudrehen. Ja. Ich glaube, der versteht schon wieder, ich bin nicht, wenn er raus will, muss er durch die Tür gehen und nicht einfach laufen. Und der guckt uns halt wieder von leicht. Das ist der Schwert. Ja, der hat schon mal den Namen von dem. Namen. Oh. Oh, der macht mich fertig. Oh Gott. Oh. Warte, ich komme. Du bist viel zu weit weg. Ja, den müssen wir sogar töten. Ja, oh Gott, macht der Schaden. Geht mir aus dem Weg, Zombies. Wo rennt der hin? Der rennt zu mir. Was zum Teufel, der ist bei mir. Der hat gespürt, dass du dich wehst. Was ist das denn? Was ist das für eine Logik? Ich dachte, warum rennt der auf einmal vor mir weg, ey? Jetzt hat er sich wieder... Boah, resettet da. Danke. Dafür werdet ihr sterben. Hat er den schon geschwächt, ey? Ey, warum rennt der den ganzen Weg zu mir hin, ey? Er hat gespürt, dass du dich wiederbelebt hast. Oh, da ist der Daniel. Nehmt euch den Kleinen vor. Irgendwann schon, wer kommt denn da auf einmal zu mir hingerannt, ey?
Dieser Fässer. Ja, Mann.